Was ist das jetzt? Das ist der erste Cocktail, den wir Ihnen heute präsentieren wollen. Der nennt sich Above the Clouds. Da sind wir also auf dem südamerikanischen Kontinent angekommen. Ich hatte irgendwie schon länger so die Vorstellung, einen Drink zu machen, der den Ron Zacapa Rum, der ja in 2300 Metern Höhe quasi gelagert wird, ein bisschen zu pampern, und habe mir irgendwie so gedacht, was könnte ich denn machen, was die Höhe und was diese Inspiration ein bisschen zeigt. Und dann kam ich irgendwann so auf den Luftballon und habe überlegt, welchen klassischen Cocktail könnte ich denn inspirieren oder welchen könnte ich als Inspiration nehmen. Und das ist jetzt quasi ein Rum Cruster. Ein Cruster ist immer mit Zuckerrand und mit Zitronenschale. Und das Schöne ist, andere Ingredients in dem Drink sind auch von der Höhe inspiriert. Das heißt, wir haben den Ron Zacapa mit 2300 Metern. Dann haben wir einen Peto Jimenez Sherry. Das ist ein sehr angenehmer, süßer Sherry, der auch im Solera, also auch in der Höhe, lagert. Und wir haben einen selbst hergestellten Cascara-Teesirup. Das kennt vielleicht hoffentlich noch nicht jeder von Ihnen. Das ist quasi die Frucht, die um die Espressobohnen, um die Kaffeebohnen drumherum ist. Die enthält nämlich auch ganz viel super tollen Geschmack und auch Koffein. Und mit der kann man auch einen wunderbaren Sirup kochen. Das ist Drink Nummer 1.